Herzlich willkommen hier von der Blackpool Branches Strecke als Neuvorstellung Class 142 hier in diesem dunkelbraunen Design mitgeliefert. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem TSW 4. Ich würde sagen, wir steigen ein, gucken uns alles an, was wir uns angucken können. Und dabei erzähle ich euch die ein oder anderen Sachen. Fahrtrichtungswende können wir schon mal vorwärts setzen. Türen rechts auf. AWS an. So, dann hier einmal die Markerlights auf Zugspitze, Instrumentenbeleuchtung ist an, Zugzielbeleuchtung gerne an, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Das passt dann soweit. Wir fahren heute nach Blackpool North. Das heißt also, wir können auch hier das Zugziel einstellen. Liverpool, Leeds, Huddersfield, Blackpool North. Passt das? Ah, noch nicht ganz. Ein Stück. Jawohl, das passt, genau. Die erste Strecke von Just Trains und das Rollmaterial, das hier mitgeliefert wird, ist wirklich Wahnsinn. Es wird super viel mitgeliefert, unter anderem hier diese wundervolle Diesel-Lok, die Class 47 mit den entsprechenden Wagen. Und an uns ist gerade auch noch ein Zug, glaube ich, vorbeigerauscht. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ja, ich würde sagen, wir schließen die Tür. Können uns einmal ganz kurz den Innenraum angucken. So sieht das hier drinnen aus. Jetzt macht das so ein buzzendes Geräusch. Hallo? Warum macht das so ein Geräusch? Wir haben mal ganz kurz hier reingeguckt. Na, weiß ich jetzt nicht. Okay, jetzt ist es aus. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich bin ja auch nicht allzu UK-kundig. Ich würde sagen, wir fahren los. Wir dürfen 35 Meilen pro Stunde fahren. Ja, die Strecke komplett neu. Das Fahrzeug hier komplett neu. Von Just Trains, das allererste DLC, das Just Trains veröffentlicht hat. Dieser Schienenbus hier wurde sich lange gewünscht. Pacer. Und wir werden so ein bisschen hier... Also es geht jetzt nicht allzu sehr um den Fahrplan. Es geht eher mal um das allgemeine Streckenfeeling. Wir gucken uns viele Details hier am Streckenrand an. Ne? Machen mal die ein oder anderen schönen Fotos, die wir vielleicht noch bei dieser Gelegenheit machen können. Zum Beispiel hier können wir mal ein bisschen mit der Kamera rumspielen, die Schärfentiefe niedrig setzen und den Fokus nachziehen. So. Können vielleicht hier in die Lichteinstellung gehen, ein bisschen die Belichtung noch runter. So. Dafür die Helligkeit etwas hoch. Na. Genau. Können hier ein, zwei Fotos machen. Ja, und können uns so umgucken. Hier ist auf jeden Fall sehr viel am Streckenrand. Oh, wir haben ein Achtung zeigendes Signal, glaube ich, vor uns, oder? Oh, Engine stopped. Das hat hervorragend angefangen. Okay. Kann Engine wieder starten, bitte? Okay, Engine ist aber läuft aber. Generalschutz ist ein, Fahrtrichtungswender. Vorwärts, bitte. Nee, also was ist jetzt los? Also Generalschlüssel ist an, Fahrtrichtung ist vorwärts ausgewählt. Das
müssen wir irgendwas hier neu starten? Nö, ich glaube nicht. Ja, das fängt ja schon mal sehr, sehr, sehr gut an. Entkoppeln? Nö, brauchen wir nicht. Kompressorbeschleunigung. Ja, bitte. Ja, okay. Also wenn ich das löse, können wir keine Leistung aufschalten. Engine stopped. Scheibenwischer. Nein. Führerscheinsbeleuchtung. Nein. Zugzielanzeige. Nein. Engine Start. Okay, wisst ihr, was wir mal nutzen? Und zwar hier in den Einstellungen, gesehen. Ich stecke fest. So, was jetzt? Okay, jetzt können wir wieder. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, was da gerade passiert ist und wie man sich daraus wieder löst. Aber er hat hervorragend angefangen. Naja, okay. Vollkommen den Faden verloren, was ich jetzt vorher gesagt habe. Ich glaube, ich habe vorher nur sowas gesagt wie, wir gucken uns zusammen halt eben die Strecke jetzt mal an. Gucken mal auf die ganzen Details, die verbaut worden sind. Und sollten mal am ehesten noch hier Zugspitzensignale einstellen. Da stehen noch zwei Pacer rum. Oh. Dieses Kirchenmodell sieht für mich sehr neu aus. So, guck mal, dass wir auf die 35 Meilen hoch beschleunigen. So. Guck mal gemeinsam auf die Streckenkarte. So sieht das Ganze aus. Das hier ist Blackpool North, das ist Blackpool South und das ist, glaube ich, Preston hier unten. Also das ist, glaube ich, Preston und das ist Ormskirk. Oder genau andersrum. Fahrzeit rund eine halbe Stunde ungefähr heute, je nachdem wie das aussieht mit den Zwangsbremsungen, vielleicht auch mal ein bisschen länger. Ich glaube, der lässt sich, genau, der Lüfter lässt sich auch anmachen, ganz wichtig, aber es ist ja kalt draußen, den brauchen wir nicht. Oh, wir sind zu schnell, ne, wir dürfen jetzt sogar 75 fahren. Hier noch so ein Postauto von British Rail, so ein schön alter Wagen. Hier sehr, sehr schön, kleine Baustelle. Hier so ein Zement, der hier gerade, oder Asphalt, der hier gerade verlegt wird. Und platt gefahren wird. Sehr schön, diese kleinen Details hier. Die ganze Straße entlang. Ja, wir befinden uns übrigens im Jahr 1984, meine ich. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, noch 3 Meilen. Haben jetzt gleich auch die Form Max erreicht von unserem Zug. Das nervt mich ein bisschen mit der Sonne. Geht das hier? Oh ja, das bringt was. So, 75 sind erreicht. Haben eine 3-stufige Bremse, also 3 Bremsstufen, die wir benutzen können. Ich gehe schon mal in die erste langsam rein. Sehr schön. Kühe. Ja, also es gibt auf jeden Fall ordentlich was so an UK-Content für den TSW, beziehungsweise Entwicklerstudios, die UK-Content für den TSW produzieren. Ja, da gibt es DTG, Just Trains, Skyhook Games, Rivet Games, diese neue Third Party, irgendwie was Traction Works oder so, ich habe vergessen, wie sie heißen. Und auch Alan Thompson Simulation, die ja auch für den TSW bauen, aber es noch nicht ganz klar ist, was da genau kommen wird von denen. Also 5, 6 Studios, die tatsächlich UK-Content bringen. Und das ist krass, das ist schon ordentlich viel. Viel mehr als alle anderen Länder. Was deutsche Sachen angeht, haben wir bisher streckenseitig nur was von DTG bekommen. Einmal von TSG. Wir haben eine Lok von Skyhook Games bekommen. Und eine Lok von Rivet Games. Aber sowohl Skyhook als auch Rivet haben bisher nicht verlauten lassen, dass sie nochmal jemals irgendwas Deutsches bauen werden. Von daher stellt sich da so ein bisschen die Frage, ob da jemals nochmal was kommen wird. Oder ob das halt nicht dann letztlich an DTG und TSG hängen bleibt. Sofern sich nicht noch eine weitere Third Party formiert. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. So, Türen auf. Hier in Selwick. Liegt ein bisschen Müll rum. Ne, das sind Backsteine oder sowas. Okay. Sehr idyllisch. Hier ist einfach gar nichts. Ah, das ist einer der Stellwerke, die begehbar sind. Wie cool ist das denn? Cat. Okay, ein Golf-Dingsterbumster, so ein schöner Sessel. Hier das Herz des Stellwerks. Hier mit einem Streckenplan von Selwick funktioniert leider nicht. Ist nicht interaktiv. Ein umgeworfener Hocker. British Railways London Midland Region. Sectional Appendix to Working Timetables and Books of Rules and Regulations. Northern Section, das ist was anderes. Between Crew and Gretna. Aha. Noch eine Lampe, was ist das? British Railway. Train Register. Aha. Und noch Preston PN. Eine Gurke. Wer hat denn da eine Gurke reingetan? Aber das sieht cool aus. Ehrlicherweise, das muss einmal doch fotografisch festgehalten werden.
Gucken wir mal, wie wir das machen können. Vielleicht irgendwie so ein bisschen rauszoomen. Ein bisschen die Schärfe, die Tiefe noch verringern. Das sieht mega cool aus, muss ich sagen. Und hier die Uhr zeigt 8:01 an. Ja, und wir müssen sicherlich weiter. Wir sind schon zu spät. Schafe, süß. Ganz viele Schafe. So, nächster Halt ist Kirkham and Wesham oder West Ham. In 2,5 Meilen. Sehr idyllisch, sehr, sehr, sehr idyllisch und sehr schön. Nee, ich fand das dann mit der Sonnenblende doch deutlich besser. Dann spiegelt das nicht so. Zurück und wir bremsen gleich. Uff, da wird aber ordentlich hin und her gebremst. Da wird man da richtig durchgeschüttet. Achso, ich habe vergessen, jetzt ABS anzumachen, ne? Naja. Da merkt man, wie richtig wieder Zug hoch und runter wackelt, ne? Krass. So, 900 Yards noch. Und man hat richtig schön diese Schienenvernietung. Dieses Klackern. Und dann müssen wir jetzt gleich anhalten. Wir halten an. So, Türen auf. Wir gucken einmal ein bisschen uns um. Schön.
Litter. Können wir hier rein, ne? Curlcap and West Ham. Hier der Linienüberblick. Einen netten Schnauz haben sie da. Ein Lebkuchen gegessen. Sehr schön. Ah, eine Golftasche. Das sind ja Collectibles. Interessant. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Signal ist zum Glück grün. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Also dieser Detailgrad dieser Strecke ist der Wahnsinn. Was so die Szenerie angeht. JT Transport. Bezogen natürlich auf Just Trains. Alles klar. Das war etwas zu schnell. Und nochmal. Gut, dass wir nicht entgleist sind. Formsignale, sehr schön. Und wir dürfen 70 fahren. Hab jetzt mal doch das AVS angemacht. Da ist ein W, eine Pfeiftafel. Das machen wir natürlich. Guckt euch das mal an, wie schön das hier aussieht. Das ist doch, glaube ich, dieses, wie nennt man das, Spannwerk, glaube ich, ne? Um Formsignale miteinander kommunizieren zu lassen. Interessant, habt ihr das gesehen? Bei der Brücke war da ein weißer Hintergrund hinter dem Signal. Das wird vermutlich extra platziert, weil aufgrund der Brückenfarbe das Signal ansonsten schwer zu lesen ist. Also das steht da vermutlich auch in Realität so. Oder stand da so. Ja, Strommasten haben wir hier noch.
ansonsten wirklich Szenerie ausgebaut, soweit man sehen kann. Ne, also keine Flecken im klassischen Sinne. Hier wieder wirklich schön gemacht, dieser Bahnübergang. Ich dachte, vielleicht ist das sogar interaktiv. Sehr, sehr schön. Ja, also die Frage ist jetzt an dieser Stelle, für wen eignet sich das DLC? Also alle Leute, die irgendetwas am Hut haben mit britischen DLCs, die irgendwie was dafür übrig haben, holt euch das. Alle, die irgendwas für Dieseltriebzüge oder Diesel-Loks übrig haben und denen es vielleicht nicht so wichtig ist, dass es nur deutsche Loks sind, holt euch das. Ansonsten wird es halt schwierig, so für den Casual-Gamer. Ihr seht es ja selbst, die Strecke ist wunderschön. Am Ende muss das ja jeder selbst in öffentliche ansagen. Wie cool! Wow! Okay, es gibt so eine Art automatische Ansage hier. Cool. Ja, ne, also für die, die eher so casual spielen, ja, also eine wunderschöne Strecke, ihr seht es selbst. Vielleicht was für ein Sale, aber die Strecke wird vermutlich, das wird vermutlich noch länger dauern, bis die irgendwann mal in einem Sale ist. Also auf jeden Fall kriegt man was für sein Geld hier geboten. So viel kann man mit Sicherheit sagen. Und wir halten an. Auf. So, ich weiß nicht, wie das jetzt signaltechnisch aussieht, ob unser Gleis jetzt praktisch Halt hat. Nee, das Signal ist grün. Ich versuche mir gerade das HUD hier richtig einzustellen. So ist gut. Dann sehen wir auch die Signale. Okay, Bremse lösen. Achso, wir sollen die Tür nochmal aufmachen. Ja, Tür schließen, so. Sehr schön. Ist das hier begehbar? Nein.
Verzeiht mir meine Müdigkeit heute. Ich bin tatsächlich heute schon sehr, sehr, sehr früh wach gewesen aufgrund eines Fluges. Ja, leider musste ich heute fliegen. Ich wäre lieber Zug gefahren, aber das konnte sich nicht ändern. Oder das konnte ich jetzt nicht anders arrangieren. Eine Meile noch. Pferde. Ich glaube, das müssen wir bestätigen, oder? Okay, anscheinend nicht. Ah, das habe ich gelesen, dass hier, dass das ganz realistisch ist, dass nicht viele AWS-Magneten auf dieser Strecke überhaupt liegen. Okay, und dann halten wir jetzt an hier in Layton und holen dort einen gewissen Professor ab. So, Tür auf. Noch ein Zwischenstopp und dann sind wir schon in Blackpool North. Eine Streckenkarte. Ah ne, es gibt nur noch einen letzten halt. Dieses Blackpool North auswärts Hauptstrecke ist ja nur so ein Gehe über. Okay, das nächste Signal scheint eine böse Farbe zu haben.
Da vorne übrigens, glaube ich, ein Freizeitpark. Okay, Signal ist umgesprungen, hervorragend. Schön. So, und dann sind wir jetzt gleich schon im Blackpool North. Und dürfen dann auch nur noch 15 fahren. Und halten dann dort an. So, ein bisschen zu schnell. So, und dann haben wir es an dem Kopfbahnhof von Blackpool North. Wir gucken uns aber noch gleich den Freizeitpark an. The next stop is Blackpool North, where this train terminates. We will shortly be arriving at Blackpool North, where this train terminates. Blackpool North. Okay, und Türen auf. Und dann möchte ich mir mal diesen Freizeitpark angucken. Der ist gar nicht hier, ne? Nee. Wo ist er denn? Der ist vermutlich auf der anderen Seite. Da müssen wir uns das beim nächsten Mal angucken, wenn wir gemeinsam uns den Freizeitpark mal angucken und den restlichen Streckenteil. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stark, bleibt stabil. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.